Guck mal. Das sieht man nicht auf der Kamera, oder? Nee. Das ist krass wackelig. Stabilisator hast du. Und ist extrem hoch. Alter, wenn du es halt Kamera fallen lässt? Ja, wäre scheiße. So, wir sind jetzt hier in Bärwang, Österreich. In Tirol. Kurz hinter der Grenze. Wie lange sind wir gefahren? 25 Minuten noch. Und heute ist nicht so dolles Wetter, aber wir gehen trotzdem spazieren. An den Heiterwanger See. Wo ist Bärwang? Hier unten. Viertelstunde. Und dann laufen wir da mal rum und gucken, wie es ist. Genau, sollen 6,5 Kilometer sein. Auf geht's, oder? Auf geht's. Hier. Und jetzt laufen wir einmal. Das dauert ungefähr 2 Stunden. 7 Kilometer oder 6,5. Hätte man ja sehen. Wir sind jetzt knapp eine Stunde unterwegs und haben fast die Hälfte. Und man sieht sich ja echt nicht satt an diesem See. Voll ist auch nicht, aber es ist mitten in der Natur. Am liebsten würde ich reinspringen. Wasser ist glasklar. Zum Entspannen, zum Wandern. Geile Ecke. Geil, oder? Voll schön. Zeigt doch fast alles dahinter uns, oder? Ja, Mann. Kann man nicht mal hinfahren. Und ist nicht weit von Deutschland weg. Oh, der läuft weg. Hallo. Das ist eine Milka-Kuh. Ja, sie ist halt nicht lila, ne? Nein. Ja. Ein paar haben jetzt ein bisschen länger gebraucht, aber ich glaube, es ist schon machbar in so 1,5 Stunden. Ansonsten ist es einfach nur eine coole Tour. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier gerade in Bärwang. Hier haben wir auch geschlafen. Und laufen jetzt den Weg zum Rotlöchwasserfall. Mhm. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Ob es sich rentiert. Ich glaube, so eine Stunde laufen wir da jetzt hin. Bin ich mal gespannt. Schon cool, wenn man hier im Sommer mal ist, ne? Ja. Man kennt es sonst normalerweise nur aus dem Winter, ne? Aber ich finde, das kann man echt öfters machen. So, wir sind jetzt oberhalb vom Wasserfall. Hier kann man aber auch runterlaufen. Werden wir bei euch wahrscheinlich nicht machen. Ja, aber der Wasserfall ist schon sehr schön, gell? Wir laufen jetzt mal diesen kleinen Weg hier lang und gucken mal, vielleicht kommen wir ja näher an den Wasserfall ran. Machen hier Pause, kriegen Kaiserschmarrn gekocht und gehen dann auf die Highline 179. Das ist eine große Hängebrücke. Zum Sonnenuntergang. Zum Sonnenuntergang.
Da muss man auch nochmal 20 Minuten hochlaufen oder man kann neuerdings auch mit einer Bahn fahren. Kostet, glaube ich, das Kombi-Ticket 14 Euro und für die Hängebrücke 8 Euro. Ja. Checken wir aus. Checken wir aus. So, wir sind jetzt bei der Highline 179. Man da oben. Schon gut hoch. Und da müssen wir jetzt erst hoch spazieren. Und ich glaube, wir brauchen so 20 Minuten hoch. Ja. So, ich bin da, die anderen werden wir noch ein bisschen brauchen. Aber Sonnenuntergang ist hier oben halt nicht so wirklich, weil die Sonne verschwindet eigentlich direkt hinterm Berg. Ein paar Minuten. Aber wir gehen da gleich mal rauf und dann ist die Aussicht sicherlich wieder geil. Guck mal. Das sieht man nicht auf der Kamera, oder? Nee. Das ist krass wackelig. Stabilisator. Und ist extrem hoch. Alter, wenn du es halt Kamera fallen lässt? Ja, wäre scheiße. Sieht krass aus, ne? Schauen wir mal. Ja. Wir sind jetzt über die Brücke gelaufen. Und ich finde, hier hat man auch noch voll den schönen Ausblick. War ein bisschen wackelig. Für Höhenangst nichts, ne? Nee, für Höhenangst definitiv nichts. Machen wir uns dann auf den Weg zurück. Und lassen den Tag ausklingen. Ihr lauft hier ungefähr von ganz unten, wenn ihr die Bahn nicht benutzt. Ich würde mal sagen, ja, wenn ihr zügig lauft, so 10, 12 Minuten, wahrscheinlich locker eher so 20. Und dann gibt es hier oben aber echt eine Menge zu sehen. Vor allem geile Aussichten. So, Sonne ist weg. Und wir laufen wieder runter. Und dann ist der Tag rum. Aber hier oben die Aussichten sind schon ziemlich geil. Das heißt, wenn ihr in der Nähe seid und schwindelfrei, dann könnt ihr hier echt mal vorbeischauen. Die Hängebrücke selber hat 8 Euro gekostet. Hochlaufen könnt ihr zu Fuß. Die Bahn war jetzt nicht da. Ihr könntet halt auch mit dieser Bahn hochfahren, mit dieser Bergbahn. Dann spart ihr euch den Aufstieg. Ja, aber die Aussichten sind echt geil. Wenn man ein bisschen Geschichte interessiert ist, gibt es doch eine Menge Informationen. Wenn man sich einfach nur sonnen will, ist auch geil. Also schaut mal vorbei. So, ausgecheckt, oder Hase? Ausgecheckt. Was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir nach Schloss Neuschwanstein. Das wird geil. Ja, hoffen wir, es ist nicht so viel los, solange noch Corona ist. Okay. Das Parken kostet hier Habischer 8 Euro. Pro Auto. Jetzt machen wir einen kleinen Wanderweg von 5 Kilometern. Und dann gucken wir uns den Chelsea Schloss Deutschland, wenn ich sehe, der Weg an. Ja. Wir waren da. Ja, wir müssen jetzt sagen, ich habe eine App. Es ist schon ganz schön voll hier. Ja. 11. Wir sind gerade auf dem Weg zur Marienbrücke. Ich vermute aber, dass da richtig viel los ist. Da wird viel voll sein. Viel voll. Aber wir gucken jetzt mal. Hoffen, dass wir das Schloss jetzt mal richtig sehen. Cool, das ist ein schönes Schloss, oder? Ja. Krass, Mann. Vor allem
wie viele Sklaven das erbaut haben müssen. Das gibt hier einen See, den Forkensee. Forkensee? Den lassen die einfach mal im Winter ab, damit der im Frühjahr das Schmelzwasser auffangen kann. Ich meine, wer lässt denn den See ab? Spinnen die Bayern, oder? Wir sitzen jetzt hier am Forkensee. Forkensee, der immer abgelassen wird, könnt ihr googeln. Und ja, wir waren in Bärwang. Von da kann man in Österreich, von da kann man coole Trips starten. Die Highline 100, wie heißt sie? 79. 179, nicht so weit. Kann man abends hin, war auch sehr geil. Und Schloss Neuschwanstein liegt dreiviertel Stunde entfernt. Auch geil, also Bärwang, Geheimtipp. Als Stützpunkt für allerlei Ausflüge. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen am See und dann jetzt wieder zurück nach Deutschland. Morgen ist wieder arbeiten, oder? Mhm.